Ja, hallo und willkommen zu dem neuen Hearts of Iron 4 Let's Play. Ich will euch gerade mal zeigen, welche Mods ich jetzt angeschmissen habe. Sind aber nur drei Stück. Ich hoffe, ich finde die mal gerade. Bis ich die gefunden habe, noch ein ganz kurzes Vorwort. Ja, hier wahrscheinlich. Machen wir das vielleicht auch zuerst. Und zwar Strategic View Adjustment. Ich hoffe, funktioniert mit den anderen beiden Mods. Und die Expert AI 4.0 und die Expert AI Expanded Technology Mods. Das soll die Übersicht verbessern. Da seht ihr ja gleich dann selber, wie es ausschaut. Auf jeden Fall werden da wohl die Counter zusammengemerged, so dass ihr nicht irgendwie 30 Counter habt auf einem Sektor. Davon hoffe ich mir sehr viel. Und die Expert-AI, die verändert wohl das Verhalten der AI in jeder möglichen Hinsicht, also wie die wohl Templates benutzt und so weiter und taggt und was nicht alles. Aber sie kann wohl nicht verändern, wie die AI Bewegungen durchführt und schwachsinnige Angriffe, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, dass die immer wieder sich ausbuddelt, unnötig Attrition hat und was nicht alles, das lässt sich dadurch wohl nicht lösen, haben die, glaube ich, irgendwo beigeschrieben. Aber so Sachen wie, dass sie jetzt Templates halt keine verbesserten baut, dass sie immer noch 45 mit leichten Panzern kommt, das sollte damit eigentlich zur Geschichte gehören. Das zumindest, wie ich das verstanden hatte. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, dass die drei zusammen klappen. Ich glaube, da stand irgendwo, es klappt zusammen. Das nur mal als Vorwort. Und ja, jetzt starten wir einfach mal eine neue Runde. Ich habe auch noch eine andere Neuigkeit für euch und zwar plane ich auch eine Multiplayer-Runde. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich habe im Moment ein bisschen Tonprobleme. Ja, und zwar folgendes: Also, vielleicht ganz, ganz kurz. Ich hatte diese Woche eine Brust-OP, von daher bin ich jetzt für die nächsten 4 Wochen so ein bisschen invalide, wie man das nennen möchte. Bin auch schon noch so ein Schlauch aus der Brust und so ein Zeugs. Weswegen ich das sage, das heißt, ich habe jetzt eine Menge Freizeit die nächsten 4 Wochen. Und der arme Parker, der hatte leider auch einen Arbeitsunfall. Der liegt auch im Krankenhaus. Und von daher haben wir gesagt, tun wir uns zusammen. Wenn der Parker mir sagt, wann er wieder ein bisschen einsatzbereit ist, machen wir nämlich jetzt eine Multiplayer-Runde, weil wir halt unglaublich viel Zeit haben. Das heißt, ich versuche jetzt eine Multiplayer- und eine Singleplayer-Runde gleichzeitig anzuschmeißen, sobald ich halt eben weiß, wann er Zeit hat. Aber die Singleplayer fange ich jetzt schon mal an. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend, wenn das nachher zeitgleich hochgeladen wird, dass ihr halt ne, 2 Runden parallel laufen habt. Aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Also mein Plan in den nächsten 4 Wochen ist, ein bisschen exzessiver zu spielen. Irgendwas muss man ja machen, wenn man zu Hause rumliegt. Und ja, von daher kommt das in die Richtung. Und ich habe mich heute entschieden, dafür das mit China zu machen, der Singleplayer. Für die Multiplayer habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Ich würde aber auch bei der Multiplayer-Runde ganz gerne eine Minor Nation spielen. Aber da muss ich noch überlegen, was man machen kann. Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht mit britisch Raj arbeiten kann. Ich weiß echt nicht, was da möglich ist. Also für Singleplayer, wie gesagt, machen wir jetzt erstmal China und versuchen das ganze Festland zu erobern und die kleinen Inselchen. Und ja, und fürs Multiplayer. Also mein Plan ist halt mit Parker zusammen wieder ein Team zu gehen und dann noch ein paar andere Anfänger dabei nehmen. Wer Lust hat, kann da gerne mitmachen. Ist wirklich nicht zu competitive für meinen Geschmack. Ich habe ja letztens bei Spanien gezeigt, was man aus Spanien rausholen könnte. Da war ich jetzt überrascht, wie viel da möglich ist. Vielleicht kann man auch Spanien mit 2, 3 Mann spielen. Ja, also auf jeden Fall die nächste Runde Multiplayer dann mit irgendeiner. Ich weiß nicht, ob man das in Minor Nation nennen will, Spanien oder so, aber sowas in der Form vielleicht Spanien, Frankreich, ne? Die kleineren Geschichten. Mal gucken. So, aber jetzt haben wir erstmal die China-Geschichte. Den Mod haben wir ja schon an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, historisch Fokus muss man anmachen, hat er gesagt, oder sollte man anmachen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwieweit. Also jetzt habe ich keine Ahnung von China. Ja, also diese ganzen komischen Ereignisse, die es gibt, dass China irgendwie alles übersprochen kriegt, was irgendwie Nachbar ist. Ich weiß nicht, wie man die auslöst. Oder dass ihr alles erobert und dann kommt auf einmal wieder alles an anderen abgegeben, weil ein anderes Ereignis kommt. Ich habe leider keine Ahnung von dem Krempel. Ist schon zu lange her, dass ich da irgendwas gemacht hätte und dann haben sie es auch nochmal geändert irgendwann. Und dann kommt halt diesen Mod hinzu. Ich weiß halt nicht, wie viel schwerer er das Spiel halt wirklich macht. Ne? Und gerade mit der Minor Nation ist es ja schon eine Herausforderung. Und da habe ich jetzt erstmal auf Medium gestartet. Man kann das aber, glaube ich, jederzeit im Spiel den Schwierigkeitsgrad in gewissen Kategorien anpassen. Was haben wir denn hier? Customize hier Difficult Setting. Genau, also mit Control Shift O kann ich das Menü wohl aufmachen, wenn ich das richtig sehe jetzt hier. Und dann kann ich jederzeit den halt hochmachen, wenn es zu einfach wird. Influence overall types of armies, navies, aircraft, the AI researches and builds. Ich bin nicht ganz sicher, was macht er denn, wenn ich das jetzt hier. Die können dann hier 40 breite Templates bauen. Aber da wird jetzt nicht erklärt, wenn ich jetzt das anmache, ob die damit anfangen direkt oder das auch wie ich nur langsam aufbauen dürfen. Was ist das für ein komischer Helm da? Also ein Flugplatz. Random. Dürfen alles bauen. Weil wenn die hier halt die großen Templates bauen, ich weiß halt nicht, ob das wirklich per se schwieriger ist mit den großen Templates. Gerade wenn ich halt also auch sowas wie China hier arbeite, da gibt es halt schlechte Infrastruktur.
Und das heißt, wenn ihr große Templates habt, dann kriegt ihr halt sehr wenig Truppen nur in die sehr breiten Sektoren. Und das heißt, dadurch, dass da wenige Templates stehen, also wenige Divisionen, und wir noch eine breite Front gleichzeitig haben, ist es doppelt so einfach, hinter den Gegner zu laufen. Gegen die KI kann ich mir gerade auf so einem Schlachtfeld vorstellen, dass das eher weniger challenging als mehr simpel ist. Lieber wäre mir tatsächlich, dass die KI gute 20er-Templates verwendet bei so einem Schlachtfeld, damit die challenginger ist. Ich mache es einfach mal random, weil mir das besser erscheint. Da ist dann wenigstens alles bei. Also challenging mit 40er-Templates auf dem Schlachtfeld, glaube ich, wäre eher ein Nachteil für die KI. Oder wir lassen normal an. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber random klingt schon mal gut. Ein bisschen crazy das Ganze. Difficulty. Various Settings. Okay. Wo sind denn die Advanced Settings? Wie komme ich denn da hin? Use the Advanced Settings. Ach so, das hätte ich vor dem Spiel machen müssen, oder wie? Ich lasse einfach mal auf Normal. Ach hier, Advanced. Okay. So, was kann man denn da einstellen? General Settings. Ah ja. Dynamischer Bonus. Nearby I countries at war with a player receive a bonus. Aber das ist ja fast jeder irgendwann, ne? Das ist halt nicht witzig. The player gain increasing bonus to industry and recruitment time as they get closer to capitulation. Das können wir gerne machen, das klingt ja vernünftig. Das ist quasi for the Motherland für jeden. Haben wir mal da Medium-Bonus drauf. Attrition können wir gerne mal um 25% reduzieren, das ist schon ziemlich viel, 25%. Free Convoys, ne, die sollen die schon bauen, also wenn die versenkt werden, sind die halt weg. Dynamisches Reinforcement. Free, also die kriegen, die spawnen einfach aus dem Nirgendwo Truppen, das machen wir nicht. Boost Planning Entrenchment. Also ich hätte schon ganz gerne, dass sie in den gleichen Regeln spielen wie ich. Also das ist ja schon eine Regeländerung hier, ne? Aber das da unten immer zu hart in der Regeländerung. Anti-Aggression Diplomacy. Improved Island Lease Logic. Limit Research for Miners. Warum? Limit Südamerika Production. May improve Performance. Okay, also Südamerika ist eh wurscht, ne? Und dann mache ich es nochmal an, weil es dann vielleicht flüssiger läuft. Beim letzten Mal hat es ja minimal gelackt. Neutrale Spanier, will not join any faction. Sehe nicht, warum das neutral bleiben muss. Aggressive Germany, das wollen wir schon haben, dass sie aggressiv stehen, besonders aggressiv, ne? Das ist halt die Achse. War Aggression. Aggressive. World Tension Geschichten. Threat Level, at which they may start justifying its entry. Ich würde sagen, wir lassen das auf normal, oder? Random Generic AI Nation Ideologies. Das klingt auch ziemlich doof. Wir machen das schon. Das soll ja historisch bleiben. Das haben die ja auch eigentlich gesagt, dass das eine bessere Sache ist. Ja, dann glaube ich, haben wir das jetzt angepasst. Das müsste schon knackig genug werden. Gerade weil ich halt, wie gesagt, mit China keine Ahnung habe. Ich habe irgendwann mal China gespielt, irgendwie alles erobert und dann ging es Klick und auf einmal hat die Hälfte wieder einem anderen China gehört. Das war sehr eigenartig. Okay, so, China, wie machen wir denn das? Was ich mir überlegt hatte, war, ganz kurzes Vorwort dazu. Ich habe eben mit Daniel drüber gesprochen. Der meinte, in seinen Multiplayer-Runden wäre das ziemlich OP, wenn der Chinese jede Menge Divisionen aufs Feld bringt, selbst wenn er die nicht mit Waffen ausstatten kann, weil man dann einfach trotzdem viele Divisionen auf dem Feld hat und auch ein leeres Template wohl Orga bringt, hat er gesagt. Gucken wir mal, ob das stimmt. So, du hast jetzt Orga 60 hier vorne, ne? Dem fehlen halt hier ein paar Waffen. Habe ich mal eine, die alle 400 hat? Der, glaube ich, weniger. Da unten ist ein 400er. Der hat zum Beispiel 600, das ist natürlich ein anderer, aber das scheint die Orga jetzt keine Sprünge zu machen. Ja, aber die Frage ist halt, weil die anderen Werte gehen natürlich anteilig runter, ne? Genau, also die Orga, wenn ich leere Templates aufstelle, geht die Orga tatsächlich hoch, ne? Da hat man Orga-Spam. Aber natürlich so, die Angriff und Defense geht natürlich anteilig runter, da kriegt man keinen Vorteil. Ist die Frage, ob sich das jetzt wirklich lohnt. Man kriegt auf jeden Fall mehr Erfahrung für die Generäle. Ob es jetzt wirklich so OP ist, wie er gesagt hat, in der Multiplayer-Runde war das wohl sehr OP. Das weiß ich noch nicht, weil kleinere Templates haben halt viele, eine Reihe von vielen kleinen Problemen, vor allem wenn die keine Waffen haben. Und dann eben auch, dass die halt besonders schnell Geschwindigkeit verlieren. Also wenn ich hier die HP geht ja schon runter, wenn ihr weniger Truppen habt, ne? Wenn das Equipment nicht vergibt. Und wenn ihr dann eben
das noch weiter runter geht, also anteilig schneller runter geht, dann geht die Geschwindigkeit schneller runter. Und kleine Templates werden halt dann besonders schnell überfahren. Das geht nämlich dann wirklich sehr, sehr gut. Und die sind halt besonders klein dann, wenn ihr halt wenig Gerät drin hattet, ne? Und solche Geschichten. Plus eben das Verstärkungsproblem. Wenn ihr hier irgendwie 30 Divisionen drin habt, ja, und die ersten 10 werden in die Flucht geschlagen. Also jede Division, die in die Flucht geschlagen wird, da kannst du eine nachschieben in der Verstärkung. Es dauert aber einen gewissen Zeitraum. Bis dahin kämpft ihr halt in Unterzahl, ja. Und wenn ihr mal volle Templates habt, dann kommen die halt auch nicht an die Front, weil die leeren Templates in Umständen an der Front sind. Die habt ja so viel davon. Und da gibt es schon eine ganze Reihe von Nachteilen. Aber ich glaube, die Grundidee, lieber eine größere Armee zu haben, also mehr Divisionen als weniger Divisionen, die dafür größer sind, die ist schon richtig. Nur so exzessiv, wie das sich angehört hatte beim letzten Mal. Also im Chat, das glaube ich, machen wir nicht. So, Industriegeschichte. Ist ja gar nicht so schwach eigentlich, ne? Was ich jetzt ursprünglich mir überlegt habe, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht vor der Runde, war, wenn ich bei den Anfangswaffen bleibe, wenn die gerade mal nebeneinander packen hier. Das richtig angeklickt. 88. So, ne? Das sind ja die drei Waffen hier. Die steigen ja linear in ihrer Kampfkraft. Die Frage ist halt nur, ob sich das trotzdem lohnt, die vielleicht nicht zu machen. Weil also gucken wir mal an, der hier vorne, der tut seinen Produktionspreis um ungefähr 20, also 25% sogar genau, ne, erhöht er den. Die Frage ist halt, ob der Sprung 25% der Kostenerhöhung gerechtfertigt ist für die bessere Waffe. Wir kriegen hier einen Soft-Attack von 6 im Vergleich zum Soft-Attack von 3. Den Rest vergessen wir mal, das sind keine wichtigen Zahlen für sowas. Das bedeutet für mich jetzt einfach nur, der verdoppelt den Soft-Attack für 25% mehr Kosten. Das klingt erstmal super, ne? Auf der anderen Seite, ob er 3 Soft Attack hat oder 6 Soft Attack, das ist, glaube ich, irrelevant, weil der Schaden müsste über die Artillerie kommen. Ich hatte irgendwann mal so eine Rechnung gemacht, schon was länger her. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas geändert hat. Also hier zum Beispiel so eine Artillerie, 25. Das heißt also, wenn ich 3 Soft Attack hier nehmen würde, das entspricht irgendwie einer, ja, 6 Brigaden Infanterie, meinetwegen, ja. Für eine einzige Brigade Artillerie. Das heißt also, der Soft Attack, der kommt fast immer. Zum überwiegenden Teil kommt er über die Artillerie bei jeder Division, ne? Und dann ist die Frage, wenn aber das meiste Gerät, was vergeben wird, weil ich Masse brauche, um die Linien halten und ausrüsten zu können, wenn die durch diese Waffe kommt, ob ich die Waffe wirklich ein Viertel teurer bringen muss und dafür eigentlich nichts bekomme, was mir wirklich Nutzen bringt, weil die Defense erhöhen, also nicht, ob das macht, brauche ich eigentlich ja nicht, weil ich habe ja massiv Infanterie drin, was einen hohen Defense-Wert zur Folge hat, ne? So, von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Überlege ich halt einmal, dass ich eben diese Preiserhöhung nicht in Kauf nehme. Das heißt, dass wir wirklich mit den alten Waffen kämpfen. Das ist die eine Geschichte. Und der andere Vorteil daraus ist halt, wenn ich dann eben hier vorne bei der Industrie nicht auf die Dispersed gehe, sondern hier vorne auf die Concentrated gehe, habe ich halt nochmal einen doppelten Vorteil, weil dadurch, dass ich die Waffen weniger häufig umschalte, läuft die Produktionslinie einfach länger. Alle neuen Fabriken produzieren halt auch schneller. Und dann kann ich halt diesen Bonus nehmen. Weil ich dann einfach in Summe, wenn ich länger das Gleiche produziere, ohne oft umzustellen, kriege ich halt hier viel, viel mehr raus. Ne? Und ich weiß halt jetzt schon, allein schon, weil ich halt wenige Tech-Slots habe, dass ich wenig verschiedene Waffensysteme attacke und dass ich die Infanteriewaffe, die mir eigentlich 5, 6 Mal im Spielverlauf umstellt, ja, also 5 Mal, dass ich die halt nie umstellen werde, dann ist, glaube ich, die Concentrated Industry in Kombination damit wirklich die Möglichkeit, Waffen wie blöde rauszuspucken. Ich habe, glaube ich, irgendwann eine Excel gemacht und irgendwie 50% mehr Equipment bis 45 oder so gesehen oder sowas. Weiß nicht mehr, ob das stimmte genau. Aber ich hätte mal irgendwo eine Rechnung gemacht. Bin nicht ganz sicher, wie richtig die war. In jedem Fall ist das ein recht großer Umfang, glaube ich, an Waffen, den wir hier kriegen, wenn wir mit Absicht nicht tecken. Die einzige Frage, die mir stellt, ist, ob wir von Anfang an, ob wir einen Tech hochgehen oder von Anfang an dann bleiben bei der Waffe. Ich glaube, ich bleibe bei Anfang an bei der Scheißwaffe. Wir machen das direkt so. Dann können wir halt auch direkt die Upgrades dann hier vergeben, ne? Hier oben sowas. Obwohl die halt auch prozentueller Natur sind, ne? Da könnte man auch überlegen, dass man die ganz, ganz hinten anschiebt. Export, also das kann ich mir so überhaupt nicht leisten. Lohnt sich auch nicht. Also gerade diese Schippen und so macht gar keinen Sinn bei einer Spam-Armee ohne Soft-Attack und alles. Panzer ist auch gar keine Option. Ja, die Artillerie als Support-Artillerie kann man hin und her schieben. Die würde ich schon ganz gerne mal dazwischen packen. Ich denke, was wir hier wollen, ist, wir wollen von Anfang an, weil das nichts kostet an Industrie, wollen wir das, und weil es auch auf breiter Masse halt gleichzeitig freigeschaltet wird, wollen wir das auf jeden Fall nonstop tecken haben und dann vielleicht auch Industrie nebenbei. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Mass Assault das Beste war. Ich habe leider meine Excel-Tabelle verloren, wo ich die mal alle 4 ordentlich analysiert hatte. Ich weiß, hier vorne gab es sowas mit Division, ne? Minus 10% Division Attrition, was ja eine feine Sache ist.
Aber wenn mein Gerät eigentlich gar nichts kostet, ist es eigentlich wieder irrelevant. Vor allem verteidige ich zum Großteil. Was mich halt reizen würde, wäre diese Infanterie-Cumberduit-Geschichte, weil ich die halt spamme, die Jungs, ne? Ich weiß ja nur nicht, ob es sich dafür alleine lohnt, den rechten Tree runterzugehen, weil der Rest halt. Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll der Rest ist, ne? Ja, ich habe das halt wieder nicht mehr ganz im Kopf, aber es ist halt. Dass ihr einfach ein bisschen mehr Breite habt, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Oder dieselbe Breite kriegt ihr halt mehr Infanteristen rein, ne? Das ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Ob die jetzt wirklich mehr Orga bräuchten, die Inf, das würde ich noch nicht mal sagen. Hier ist dasselbe Ding. Weil mehr Orga, wir spammen ja Templates, ne? Und von da haben wir ja eigentlich ziemlich viel Orga. Das wird wahrscheinlich selten das Problem. Ja, für mich ist eher die Frage, linke oder rechte Seite. Supply Consumption. Orga Panzer. Max Planning. Das ist eine ganz komische Kombination von Sachen hier. 5 Orga Total. Ist eigentlich auch nicht so OP, ne? Aber rechts, das sind da so Sachen. Also, wenn hier reizen würde, wäre halt hier unten diese Reinforcement 15%. Müsste man hier in Summe mal durchgucken, was da auch auf 15 kommt. Ich glaube, ich mache einfach mal rechts hier runter den Tree, wegen der Reinforcement-Geschichte, weil wir einfach, dadurch, dass wir halt viele kleine Templates haben, brauchen die halt viel Reinforcements. Ich hoffe, dass das die richtige Zahl ist, Reinforcement, ne? Das heißt, wie lange die Zeit verbrauchen, um ein neues Template an die Front zu bringen. Und da denke ich, dass es die rechte Seite der gute Tree sein könnte, wenn es denn die richtige Variable ist. Das weiß ich auch nicht mehr ganz auswendig. Jo, hier vorne ist, glaube ich, das, was man immer macht. Ein bisschen schneller tacken. Können wir gerne mal von Anfang an machen. So, die nächste Geschichte. Ja, Industrie. Mal kurz gucken, dass ich hier nichts Falsches mache. Eigentlich doch nur Handfeuerwaffen, oder? Also Flugzeug. Ist ja die Frage, man könnte auch ein paar Fighter machen, je nachdem, gegen welche Scheißnationen man kämpft. Kann man halt die Defense der Gegner damit runterbringen. Da ich aber ohne Artillerie kämpfe, gehe ich davon aus, dass ich die Defense um 50% runterbringe. Ich glaube, das ist der maximale Wert, den ihr machen könnt. Wird der geringe Soft-Attack meiner Infanteriedivision, die ohne Artillerie und alles arbeiten, wird der wahrscheinlich trotzdem nicht darüber kommen und dann sind die Flugzeuge wertbefreit. Ob die meine Defense reduzieren, ist völlig egal, ja, der wird auch nicht drüber kommen. Und da glaube ich, dass wir die komplett rauslöschen. Die leichten Kreuzer, ja, hier ist halt die Geschichte, man könnte halt hier im Ufer ab und an mal rausfahren und dann Sachen versenken. Also gerade wenn man eine Landung kommt oder man sieht, dass hier ein Träger sich aus irgendeinem Grund hingestellt hat, ja. Dann fährt man kurz raus, bam, bam, bam. Und das schon schön, wenn man schnell Schiff hat. Also die leichten Kreuzer wären, glaube ich, eine Idee. Ich gucke aber ganz gerne immer vorher, ob die irgendein verbessertes Schiff haben. Nee, haben die nicht. Okay. Ja, machen wir vielleicht einen Kreuzer hinterher und fertig. Stahl. 6 Einheiten oder was war das gerade? Den Russen. Ich glaube, wenn ich das mache, dann kann ich nur die Schiffe langsamer herstellen. Das ist aber wert. Und das brauchen wir auch nur für die Schiffe. Das können wir ignorieren. Ich gucke gleich mal, ob das eine gereicht hat. Aber ich glaube, das müsste hinkommen. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Produzieren, ja. Die Infrastruktur ist ein Traum in dem Land. Jetzt wieder die Frage, wie weit es sich halt lohnt, jetzt hier einen Aufbau zu betreiben. Wie ich mir das halt vorstelle, ist von Anfang an alles platt zu laufen und unendlich lange Manpower zu spammen. Von da ist halt wirklich, glaube ich, die 50er-Sektoren, die werde ich, glaube ich, vollpflastern. Und mit Militärfabriken direkt. Ich will da direkt die ganzen Infanteriewaffen im Riesenumfang bauen. Also nicht, weil ich Angst um Japaner habe, sondern weil ich halt den Japaner aufhalten will und nebenbei alles erobern will. Ne? Frei nach dem Motto, eine eroberte Fabrik ist immer preiswerter als selber bauen. Das ist zumindest im Moment die Reise, wo es ein bisschen hingeht. So, jetzt habe ich natürlich den Tree noch gar nicht durchgelesen. Vielleicht mache ich das jetzt off-Video für den nächsten Teil. Weil hier scheint eine ganze Menge Holz drin zu sein. Und das ist eigentlich schon ganz gut, wenn man einen Überblick hat. Obwohl Paradox eigentlich bei jedem Tree, auch bei den selbstgemachten hier, die verfolgen eine gewisse Strategie bei den Trees, ne? Und die sieht man eigentlich auf den Blick ganz gut. Ist ja nur die Frage, ob ich nicht doch mal im Detail gucken soll, ob es irgendwas Besonderes gibt, was halt heraussticht hier vorne. Also gerade hier rechts, das sieht ja hardcore aus, ja. Ob da irgendwas bei ist, wo man sagen kann, juhu, das lohnt sich. Also vielleicht gibt es ja irgendeine Kombination, dass man den Amerikaner mit ins Boot holen, zusammen mit denen gegen Japan ziehen kann, dass man das ein bisschen provozieren kann.
Hier oben diese Kooperationsgeschichten, vielleicht haben die irgendwelche Auswirkungen. Ich glaube, ich lese mir das mal off-Video durch für nächstes Mal und dann machen wir da einen Klick an. Machen wir noch ganz schnell die anderen Truppen für diesen Teil. 2 Millionen Manpower. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht nonstop Truppen herzustellen. Ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich verschiedene Templates brauchen. Das scheint mir ein bisschen unnötig fancy. Das größte und dann in Masse, also das hier direkt. Fast überlegen, dass wir das auch hier direkt vergrößern, dass wir die Armee einmal sauber haben. Ist ja gar keins drin. Warum zeigt er mir dann an, dass ich das nicht löschen kann? Doch, sind da welche? Kavallerie brauchen wir sicher auch nicht. Das wird alles die Standardinfanterie. So. Kostet hier ein bisschen Geräte, ist ja egal. Ich habe es hier ganz gern ordentlich. Also wenn ihr wirklich das zurückhaben wollt, könnt ihr das ja einfach von dem ein bisschen umbauen. Aber für das, was ich hier vorhabe, brauche ich weder das eine noch das andere. So, ja, editieren ist natürlich dann nicht. Aber trainieren. Reinforcements, Priorität, Upgrades. Ja, und das passt auch. Das am geringsten. Unendlich oft soll er die herstellen. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen Gerät im Lager haben. Weil selbst wenn das ein Multiplayer-OP sein sollte, mit leeren Templates zu arbeiten, ich glaube immer noch nicht, dass das wirklich der Fall ist, ehrlich gesagt. Aber selbst wenn das ist, dann habe ich auch nicht vor, das zu machen. Das klingt irgendwie verkehrt. Ich weiß, dass mit der Orga ist ein Spieler doof gemacht, dass die Orga nicht runtergeht, wenn die Templates leer sind. Das ist irgendwie doof. Normal würde man schon erwarten, dass die Leute halt eine geringere Moral haben, wenn sie keine Waffe in der Hand haben. Aber eben nicht in dem Spiel leider. Aber wir werden es auf jeden Fall nicht nutzen. So, wir bauen die jetzt einfach mal im 24er Knubbel und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir werden müssen wir da später runtergehen, wenn wir die größer machen. Ist das jetzt schon angepasst? Ja, ne? Ist alles drin. 300 Waffen pro Woche. Ich glaube, der rechnet das auch irgendwo durch, wenn ihr da mit der Maus drüber geht. Steht, glaube ich, irgendwie lange braucht, um das Lager zu füllen. Juten vielleicht sogar. Einmal es einfach per Kopf. So, also wenn wir hier 44 pro Tag machen, 300 pro Woche, das ist schon auf 100%. Okay, das brauchen wir gar nicht so fancy rechnen. Dann sind das, was denn das? Also 10 Wochen sind ja dann 3000. 100 Wochen, also was ist das? 2 Jahre Pi mal Daumen, dann habe ich ein bisschen Lager über. Das ist ein bisschen lange, ne, um die auszustatten, die neue Armee. Ich vermute mal, dass da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, dass es ein bisschen schneller geht. Gerade mal Kommandeur ausgeben hier. Anführer. Ich glaube, was keinen Sinn macht, obwohl ich muss mir das nochmal angucken, was genau macht Defense zum Beispiel? Erhöht das jetzt den Defense-Wert und den Breakthrough-Wert? Oder heißt das, in der Defense kriegt 20% auf alle anderen Werte, wie zum Beispiel auch Soft-Attack drauf, ne? Aber in dem Fall hat er 5-4, der scheint mir eh der bessere Kommandeur in jeder Hinsicht zu sein. Sonst hätte ich nämlich gesagt, dass, je nachdem, was ich vorhabe, gewisse Kommandeure besser als andere sind. Aber wenn einer ist, der in jeder Kategorie besser ist, ne? Dann machen wir den auf jeden Fall. Und hier die gleiche Geschichte. Hey, die haben richtig gute Kommandeure, ne? Panzerleader, verstehe. Combat Loss. Jetzt frage ich mich gerade, ob die plus 1 und 1 hier schon enthalten sind. Wir machen den da oben, aber der hat eigentlich ganz gute Zahlen. So, ja, haben die so ein bisschen überstehen, das ist natürlich doof. Ich würde schon ganz gern von Anfang an ein bisschen sauberer bauen, wenn das geht. So, davon 4 Stück, sagst du, das sind 3. Einer, 4. So, dann geht das auch. Noch sind die alle eigentlich identisch. Ich gucke jetzt hier nur ein bisschen auf die Zahlen von Attack, Defense und so. Also im Nachschuss mal völlig egal bei dem Trupp, ne? Weil wenn die alle gleichen ungefähr haben, dann geht das. So. Das sind, glaube ich, die besseren Kommandeure dafür. Wir können die auch schon an die Fronten verteilen. Ich muss auch, vor dem nächsten Teil gucke ich mir mal an, was die Fronten überhaupt werden. Aber ich glaube, den Kommunisten, den kann man halt immer wegräumen, ne? Der hat es halt verdient. Der Marauder. Seelinie. Die gehen dann schon mal da unten hin. Ja, bei den anderen weiß ich noch nicht genau, was da abgeht. Der Japaner wird sicher früher oder später kommen. Und das ist nicht verkehrt, sich hier oben wahrscheinlich hinzustellen. Ich grab mich jetzt mal lieber
hinterm Fluss ein. Ist das da oben meins? Nee, Gott sagen. Weil ich da rein durfte. Genau, die graben sich da ein. Und die müssten eigentlich die Küste bewachen. Der Japaner hat die Angewohnheit, ganz gerne an der Küste zu landen. Ich mache jetzt einfach mal zwei Pockets, von denen aus ich dann operieren kann. Einfach mal drei Pockets. Dass wir zumindest die Häfen so ein bisschen kontrollieren. Wenn er landet, dass ich dann reagieren kann. So, das heißt, beim nächsten Mal müssen die sich dann alle aufbauen. Und ja, und dann machen wir mal einen Plan mit der, wie die Lage ist, politischer Natur und was da mit der Doktrin ist, was wir da machen können, wie wir das in die Verbindung kriegen. Also typischerweise, so wie ich das erkenne, ne, der Japaner erklärt euch relativ früh den Krieg. Ihr habt dann noch nebenbei die kommunistischen Kriege am Laufen. Und dann gibt es irgendeine Kombination, mit der, glaube ich, wenn die Nachbarn nicht den Krieg erklärt, dass sie sich euch diplomatisch anschließen. Ich weiß nur nicht, ob ihr euch ein Ereignis oder im Focus Tree freischaltet. Das gucke ich mir auf jeden Fall auch nochmal an. In jedem Fall wollen wir ganz, ganz früh in ganz, ganz viele Kriege reingehen, um recht starke Offiziere zu holen und alles. Und ja, das habe ich wieder planen. Und dann gucke ich mal, wie der Focus Tree das uns supportet ein bisschen. Ganz kurz hier reingucken. Ja, wir haben gar nichts am Laufen. Power Gain Multiplier, minus 70%. Das ist ja hervorragend. Army Corruption, 50% Division Attack Fudge, Defense Fudge. also, wir sind eigentlich mit diesen Army Corruption vollständig kampfunfähig. Da müssen wir vielleicht mal checken, wie wir den Debuff wegkriegen. Ist bestimmt ein Focus Tree irgendein Ding. Das geht ja gar nicht. Nine Power Treaty. Das heißt, die großen Mächte, die Europäer, dürfen bei uns rein und raus, wie sie wollen. German Military Advisors, Land Doctrine Research ist 7% schneller bei uns. Oh, das ist aber mal was Positives. Also Land Doctrine gehen wir eh immer durch, haben wir gesagt. Ich könnte jetzt noch überlegen, wenn das Ding gar nicht weggeht bis Spielende, dass ich mich für eine Land Doctrine entscheide, die vielleicht doch ein bisschen mehr overboard geht. Weil die hier ist die kürzeste Landdoktrin, die es gibt, ne? Hier rechts, wenn ich hier runter gehe. Ja? Ob ich nicht, wenn ich 7% schneller attacke, von Anfang an sogar, ob ich nicht dann lieber einen langen runter gehe, auf der linken Seite oder so. Ja, wir können die Entscheidung hier unten her treffen, aber das soll man mal im Hinterkopf behalten. Das wusste ich nicht, dass sie das haben. Ja, aber der Rest hier, das muss man gleich alles mal irgendwie googeln und herausfinden. Also gerade dieses Army Corruption, das macht mich ja vollständig kampfunfähig, ja. Da müssen wir mal gucken, wie wir das wegkriegen. Das ist ja Hardcore. Na gut, das war im nächsten Teil und ja, dann bis zum nächsten Teil.